Willkommen zur neuen Folge Take Magic to the Streets, unserem Format, bei dem wir die Effekte, die wir sonst nur auf Auftritten performen, auf die Straße bringen. Heute dreht sich alles um das Thema Ringzauberei. Let's go! Also die Idee ist, es gibt verschiedene coole Eigenschaften von Ringen, die die wenigsten kennen. Passen die alle deine Ringe perfekt? Ja, die sitzen eigentlich schon ganz gut. Sitzen die gut? Weil ich habe da so einen Lifehack, den zeige ich dir mal kurz, das ist super spannend. Wenn du den Ring nicht gut passt, dann nimmst du den einfach, packst ihn in die Hand und dann reibst du den ein bisschen und dann kannst du den einfach so ein bisschen lang ziehen und das ist dann voll gut, weil danach passt der Finger viel besser. Und du kannst auch durch den Finger verlieren. Das ist so ein bisschen ein Problem, was die wenigsten wissen, wenn du hergehst. Was du gut sehen kannst, eins, zwei, zack, und dann kannst du jetzt durch den Finger durchgehen. Das ist krass. Was auch super interessant ist, vielleicht kann ich deine Hand einmal kurz so halten, dass wir den so nehmen. Wir nehmen den Ring hier so und einfach ganz, ganz still halten, okay? Ganz still halten. Und pass auf, wir nehmen den Ring jetzt hier, okay? Und den legen wir jetzt hier zusätzlich zu deinem drauf und dann verschwindet der unsichtbar. Habt ihr gesehen, wie er gesprungen ist? Nein? Habt ihr gesehen, wie auf ihre Schulter hier drauf gesprungen ist? Was? Oh, hier! Vertraust du mir soweit? Können wir einen deiner Ringe mal kurz nehmen? Ja. Niemals einem Zauberer geben. Weil Zauberer machen immer das Gleiche mit jedem Ring. Die gehen her und lassen ihn einmal verschwinden. Ja, blöd gelaufen. Richtig, gut, dass du... Ja, gut, dass du kannst... Nein. Ich finde immer wieder, spätestens wenn ich später nach Hause fahren würde, würde ich den Ring finden, weil dann müsste ich ja mein Auto aufsperren und dann bräuchte ich meinen Autoschlüssel. Was? Was? Aber wie geht das? Und darf ich mir deinen Ring ganz kurz nur ausleihen? Ja. Wenn wir deinen, du kriegst mal kurz meinen, wenn wir den Ring nehmen und ich packe den hier einmal in meine Hosentasche, okay? Und jetzt nehmen wir den, okay? Und jetzt kann ich hier einmal schnippen und dann verwandelt sich dieser Ring einmal in deinen. Okay, wenn deiner die ganze Zeit in der Hand ist, was ist dann in meiner Hosentasche? Dein Ring? Logischerweise, nee, in der Hosentasche ist der. Achso, ja klar. Hä? Den wir von Anfang an einmal da reingepackt haben, weil der ist ja die ganze Zeit hier. So, kommen wir eine letzte Sache, probieren wir noch. Und zwar die sicherste Art und Weise, Ringe aufzubewahren, ist sie in so einer Kette quasi dran zu haben. Kannst du mal den da so Herr der Ringe-mäßig dran fädeln? Fest, oder? Okay. Ja. Der geht nicht weg, oder? Ja. Ist kein doppelter Boden oder so. Und das Spannende ist, das versuchen wir jetzt aber mal. Das ist dann quasi die Illusion der Geschichte. Wir gehen her, eins, zwei, zack! Und dann ziehst du den weg und dann kannst du hergehen und kannst den einmal wieder dranhängen. Es geht nicht weg, oder? Okay, wir machen es in Slow Motion ganz langsam. Der ist hier einmal fest, den Hand um und wir überkreuzen es einmal, dass das wirklich so maximal fest ist. Kannst du mal unten die beiden Dinger zusammenhalten? Okay, und jetzt auf drei versuchen wir jetzt einmal hier durch, den durchzubekommen. Eins, zwei, zack! Und der Ring ist weg. Und du hattest ja die beiden Sachen die ganze Zeit über, oder? Ja. Kannst du mal schauen, ob da irgendwas dran ist, mit dem man das hier vielleicht aufsperren könnte? Ja, okay, das ist krass. So. Dankeschön. Wow! Ach, krass. Ach, krass. Okay. Nein. Ist genau ein Ring drin, oder? Oh mein Gott. Ist zufällig deiner? Zufällig meiner. Zufällig deiner. Es fängt leider an zu regnen, deshalb müssen wir an dieser Stelle leider aufhören zu drehen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ja, lasst ihr uns nicht auch noch im Regen stehen und abonniert gerne den Channel, schaut eins unserer anderen Videos an und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Take Magic to the Streets und in diesem Sinne, bleibt magisch!